Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zur nächsten Folge von Crash Bandicoot. Und heute würde ich mal sagen, wir holen uns den gelben Edelstein. Den wollte ich nämlich dringend haben. Hang em high, hängt sie hoch. Right is the ring of words, when the right man rings them. Fair the fall of songs, when the singer sings them. Naja, wir dürfen nicht sterben, Skullroot, ihr wisst, was los ist. Gelber Edelstein. Will man ja haben, natürlich. Und bevor der jetzt hier wieder anfängt, mit seinem Schwert da rumzufuchteln, mit seinem Säbel, wollte ich ihn jetzt ausschalten. Habe ich für eine gute Idee gehalten. Die Typen sind das Allerbeste, ey. Die wollen einen einfach in so eine Vase reinstecken. So. Und die sind natürlich auch in gewisser Weise gefährlich, diese Skorpione. Weil die einen leicht abstürzen lassen können. Ist dann natürlich mit der Zeit so ein bisschen doof. So. Und die Affen mit der Vase, ja, die waren auch schon immer lustige Gegner. So. Ja, das könnte was werden. Muss ich erstmal alle Kisten einsammeln und dann gucke ich mal nach der Skull Root. Im ersten Teil war noch sehr viel davon abhängig, dass man andere Edelsteine hatte. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Also im dritten Teil schon. Das rechne ich dem Spiel auch hoch an. So, nochmal Akku wäre ganz gut. Klar, man kann jetzt versuchen, den Typen auszukontern. Man kann sich auch einfach fallen lassen. Oder? Mit ein bisschen Glück kann man ihn wegwirbeln. Also, oder erwischt werden. Wie auch immer. Also, kommt immer drauf an. So, und da sieht man schon das Bonus-Level. Aber darum ging es mir gar nicht. Es ging mir um die Skull Root. Die kommt später irgendwann. 35 von 95. So. Ja. Da muss ich mir jetzt halt was ausdenken. Aber es klappt. Jawohl. Gibt also keinen Grund, sich über irgendwas aufzuregen. So, 15 von 20. Was kann denn noch kommen? Oh, das. Na, okay, wenigstens sind es nur zwei verschiedene. So, nur mit der TNT-Kiste kriegt man das hin, ja. Ich hab's gemerkt. 66, das sollte ungefähr für zwei Leben reichen, mal mindestens. Mit ein bisschen Glück, ja. Nee, für zwei Leben reicht's leider nicht. 55 von 95. Da hinten sieht man noch so ein paar Minarette. Sind aber echt viele irgendwie. Ich meine, Moschee hat doch nur irgendwie zwei oder so. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Aber so sechs Stück direkt nebeneinander ist schon krass. Kann natürlich auch sein, dass ich mir irre. Wenn es so ist, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Fachmoslem, was sowas angeht. Klärt mich auf, wenn ihr wisst, was richtig ist, so quasi. Falls ich mich vertan habe, tut es mir leid. So. So. Ja, das ist noch gerade mal so gut gegangen. Ja, wenn es nicht für Wumperfrüchte wäre, dann würde man sich, glaube ich, nicht in so eine Gefahr begeben. Oh, die Typen sind gefährlich. Ah, Alter, da ist der Edelstein. Ah. Und da kommt man über die Skullroot gleich hin. Zeige ich euch aber alles. Darf nur nicht sterben. Das ist eine ganz große Katastrophe, wenn das passiert. Wo zur Hölle ist die Skullroot überhaupt? 95. Ich hab hier gerade gar nichts mehr. Wo ist die? Okay, jetzt will ich aber definitiv mal Aufklärung. Ich bin da noch nicht gestorben bisher, ne? Ich will Aufklärung, wo die Skullroot sich befindet. Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Kann natürlich sein, dass ich völlig falsch liege. Und ich einfach dran vorbeigerannt bin, was ich hoffe. Warte mal, das sieht. Das ist auch wieder so eine Plattform. Ja.
Hier ist das Bonus-Level. Kann auch sein, dass sie schon viel früher gekommen ist. Dass ich einfach gerade totales Backtracking betreibe, ist irgendwie lächerlich. Ich meine, was ich einfach alles zurückrenne und dass das auch noch so toll funktioniert, das ist irgendwie eine Sache, die mir gerade zu denken gibt. Ich weiß gar nicht, wo ist die Skullroot eigentlich denn? Kann sein, dass die schon hier irgendwo ist. Ich weiß es eben nicht. Gestorben bin ich nicht bisher. Sehr seltsam. Oder die ist direkt am Anfang des Levels. Das kann natürlich auch sein. Ein Glück, dass der mich jetzt nicht gekriegt hat. Bin ich jetzt doof oder ist das wirklich? Ich habe jetzt das ganze Level genommen und komplett umgekrempelt. Kann doch nicht sein. Ich kann jetzt nochmal zurückrennen. Es ist ja nicht mal so, dass die Form von dem Teil irgendwo ist. Gar nichts. Ach nee, stimmt, stimmt. Für den gelben Edelstein muss man über ein Sonderlevel rein. Das habe ich mich gerade erinnert. Ich habe das nie gemacht, ehrlich gesagt, die Edelsteine selber zu holen. Ich hatte immer nur einen Spielstand, wo das alles fertig war. So, einfach Backtracking und dabei nicht einmal sterben. Boah. Und da sieht man, eigentlich kann ich's. Man sieht's nur nicht so oft. Jetzt halt schon, aber sonst schwierig. Nee, dann muss ich wohl noch ein bisschen üben. Dieser Teppich sieht aus wie der von Aladdin irgendwie, ne? Ein bisschen. Ja, der da, der einen Teppich, der da hängt. Voll die Anspielung. Ist aber auch coole Baukunst, die sie hier haben, so. Ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass die Häuser so gebaut werden. Ich finde aber, das hat irgendwie was. Wobei alles hier so ein bisschen, ja, so rissige Wände und sowas, das ist tatsächlich irgendwie leider realistisch. Es gibt wirklich so viele Länder, wo teilweise solche Gebäude standen oder ähnliche Bauten sind. Und es ist immer noch so, dass die Wände ohne Scheiß immer rissig sind. Ich weiß nicht, was die da beim Bau falsch machen oder ob die da irgendein komisches Material mitverwenden. Aber es sieht immer irgendwie so ein bisschen gebröckelt aus. Ich weiß nicht wieso. Das soll aber jetzt erstmal das letzte Level sein, was ich heute zock. Bisher. Bis ich dann gleich nach Oberhausen fahre. Oh, ich habe immer noch Schmerzen im Finger, aber ich kriege das schon hin. Häng im Hai. So, das brauchen wir uns jetzt nicht alles noch angucken. Ja, nur einmal kurz den Edelstein. Genau. Ja. So, dass ich den Kristall kriege, brauche ich glaube ich nicht ausschildern. Im Videotitel. Und ja, jetzt heißt es auf Zeit. Mit ein bisschen Glück kriegt man das gut hin. Mit viel Pech leider nicht. Aber mal schauen. Wenn man Akku dreimal kriegt, sollte es ja gehen. Ich habe auch noch nie den Sinn dahinter verstanden, warum man hier immer so ein bisschen alles noch gezeigt kriegt. Und nicht direkt durchstartet. Und komischerweise beim Zeitrennen geht es dann irgendwie nie. So. Einmal ihn hier wegschubsen. Ja, 2 Sekunden ist immerhin schon mal ein kleiner Gewinn. Wenn auch nicht die Welt, muss man dazu sagen. So, eigentlich ist... Ja, 2 Sekunden verloren, okay. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen gerade. Ich meine, hier konnte man sehr leicht ursprünglich mal alle 3 kriegen. Ja, genau, das stimmt. Da lag ich richtig mit meiner Vermutung mal wieder. So. Hohohoho. Ja? Boah, so kurz vor Ende, das war eine dumme Idee, ganz ehrlich. Mit ein bisschen Glück schaffen wir's. Oh, für Saphir hat's gereicht? Ja, okay. Dann denke ich mal, für heute sollte es erstmal genug sein. Ich
zock das Spiel jetzt Stück für Stück durch. Beziehungsweise für den Morgen jetzt sollte es genug sein. Ich zock ja später noch ein bisschen. Naja. Aber wie dem auch sei, ich werde jetzt gleich meine Sachen packen und dann geht's auf nach Oberhausen. Yeah! So. Ich zieh das heute echt durch. Ich kann es selber nicht fassen, aber ich zieh das verdammt nochmal durch. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Haut's rein. Cheerio.